Hi, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video gebe ich dir eine kurze Zusammenfassung zum Thema lineare Gleichungssysteme. Als erstes einmal, was ist eine lineare Gleichung überhaupt? Eine lineare Gleichung ist eine Gleichung, in der die unbekannte Variable nur in ihrer ersten Potenz auftritt. Das heißt, beispielsweise tritt nur ein x auf und kein x² oder x hoch 3 oder irgendwas anderes Komisches. Von einem linearen Gleichungssystem spricht man dann, wenn man mehrere lineare Gleichungen hat, die auch gleichzeitig erfüllt werden sollen. Die einfachste Form von einem linearen Gleichungssystem besteht aus zwei Gleichungen, in denen man zwei Unbekannte hat. Um das jetzt zu lösen, gibt es drei Verfahren. Das erste ist das Einsetzungsverfahren. Das basiert im Wesentlichen darauf, dass man eine der Gleichungen nach einer Variablen auflöst und das dann in die andere Gleichung, die man nicht verwendet hat, einsetzt. So kann man dann die Lösung für die zweite Variable bestimmen. Ein anderes mögliches Verfahren ist das Gleichsetzungsverfahren. Hier löst man beide Gleichungen nach derselben Variable auf. Das kann man dann anschließend gleichsetzen und so die Lösung für die beiden Variablen eben herausfinden. Das dritte Verfahren ist das Additionsverfahren. Das ist ein bisschen, also ich würde sagen, das ist das kompliziertere Verfahren. Dafür ist es ein Verfahren, das sich auch für größere lineare Gleichungssysteme eignet. Also hier multipliziert man Gleichungen und zwar so, also sinnvoll, mit solchen Faktoren nämlich, dass später beim anschließenden Addieren der beiden Gleichungen eine Variable herausfällt. Hier ist es also ganz wichtig, die Koeffizienten zu vergleichen in den Variablen. Genau. Wie löst man größere lineare Gleichungssysteme, also die jetzt beispielsweise aus drei Gleichungen mit drei Unbekannten bestehen? Entweder kann man das mithilfe des Additionsverfahrens erstmal zurückführen auf ein lineares Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Das kann man dann lösen, wie man möchte, also mit einem von den drei Verfahren. Oder man macht es mit dem Gauss-Verfahren. Da komme ich gleich noch drauf zurück, wie das geht. So, nun noch zum Gauss-Verfahren. Das ist ein ganz wichtiges Verfahren, was es uns ermöglicht, alle möglichen Formen von linearen Gleichungssystemen zu bestimmen bzw. deren Lösung zu bestimmen. Das heißt also, egal wie viele Gleichungen und Unbekannte du hast, man kann es mit Hilfe von dem Gauss-Verfahren lösen. Also, das Gauss-Verfahren basiert eigentlich darauf, dass man ein lineares Gleichungssystem auf Stufenform bringt. Stufenform bedeutet, ich bringe es auf so eine Form. Ich kann hier also eine Diagonale einzeichnen und unter der Diagonalen sind alle Einträge 0. Beispielsweise habe ich hier bei diesem Gleichungssystem n Unbekannte, also ich fange an bei x1, x2, x3 bis xn. A1, A2, A3 und so weiter sind die jeweiligen Koeffizienten. Wenn ich jetzt eine Zeile weiter runtergehe, kann ich sehen, dass ich in dieser Zeile eben kein x1 drin habe. Also der Koeffizient vor x1 ist 0. So kann man das auch ausdrücken oder man lässt es eben komplett weg. Hier beginnt die Zeile eben mit x2. Wenn ich noch eine Zeile weiter runtergehe, habe ich kein x1 und kein x2, sondern erst, also es beginnt erst ab x3 und weiter. Das Schöne an dieser Form ist, dass ich eben jetzt leicht die Lösungen für die Unbekannten ermitteln kann. Im besten Fall geht die Diagonale wirklich von einer Ecke bis zur anderen Ecke und ich habe dann hier nur noch irgendwas xn ist gleich irgendein Wert in der letzten Zeile, also nur noch wirklich eine Unbekannte, das ist der Idealfall. Ist möglich, wenn man genauso viele Gleichungen wie Unbekannte hat. Ist jetzt hier nicht der Fall. Dann kann ich nämlich von der untersten Gleichung an beginnend
schrittweise nach den Variablen auflösen. Also in der untersten letzten Gleichung habe ich ja dann nur eine Variable, dann kann ich diese Gleichung nach dieser Variablen auflösen. Das Ergebnis setze ich dann in die vorletzte Zeile ein. Wenn ich das mache, dann habe ich in der vorletzten Zeile auch nur noch eine Variable, kann diese Gleichung dann auch nach dieser Variablen auflösen. Die Lösung für diese beiden Variablen setze ich dann in die drittletzte Zeile ein oder Gleichung ein und so weiter. Also von unten nach oben hin setzt man dann jeweils die Lösung, die man bereits ermittelt hat, in die nächste Gleichung ein, um dann die nächste Unbekannte zu bestimmen. Genau. Die Frage ist jetzt natürlich noch, wie bringe ich so ein lineares Gleichungssystem auf so eine Stufenform? Hierzu darf man die Äquivalenzumformungen benutzen. Die bestehen eben aus drei Operationen. Also zum einen darf man Gleichungen vertauschen, also einfach ihre Position im Gleichungssystem darf man vertauschen. Das heißt, ich darf Gleichung 2 anstelle von Gleichung 1 setzen und umgekehrt. Ja, damit ich eben diese Stufenform auch herstellen kann. Ich darf Gleichungen mit einem Faktor multiplizieren. Der Faktor wird hier c genannt. Wichtig ist, der darf nicht 0 sein. Sonst wird ja die komplette Gleichung einfach 0 gleich 0 lauten. Dann darf ich auch noch, und das ist eben das, was einem eigentlich am meisten weiterhilft, ich darf eine Gleichung ersetzen, indem ich diese Gleichung mit einer weiteren Gleichung addiere, also zu einer weiteren Gleichung addiere. Dabei darf man dann auch, bevor man die Summe bildet, die Gleichung noch mit einem Faktor multiplizieren, denn das ist ja auch erlaubt. Das ist das, was eigentlich worauf das Additionsverfahren basiert, dass man eben Gleichungen mit einem Faktor multipliziert, danach sinnvoll addiert. Und genau das steckt jetzt eben auch in den Äquivalenzumformungen mit drin, die man eben benutzt, um ein Gleichungssystem auf diese Form zu bringen. Und danach kann man es eben von unten nach oben auflösen. Und dieses Verfahren nennt man eben das Gauss-Verfahren. Genau, das war mein kleiner Mathe-Spicker zum Thema lineare Gleichungssysteme. Ich hoffe, er hat dir was geholfen und ich hoffe, du schaltest das nächste Mal wieder ein. Bis dann.